Nochmal zum Thema Bogenlänge. Bogenlänge die zweite. Also wer das nicht im Tafelwerk stehen hat, der muss das irgendwie nachtragen oder sich ein anderes Tafelwerk für die Prüfung besorgen, damit die Bogenlänge drin steht, wenn er die Formel nicht herleiten will. Das haben wir hier gemacht, bis der Arzt kam. Also wir haben uns hier Gedanken gemacht, wie das alles funktioniert. Und wir kamen auf pythagoreische Zusammenhänge, nämlich immer lauter kleine Steigungsdreieckchen hintereinander bilden. Und kleine Steigungen sind letzten Endes die erste Ableitung. Und die mit ein paar trickreichen Umformungen so hingeschrieben, dann wird es auch. Jetzt machen bloß manche den Fehler und sagen, ich kriege das nicht raus. Die vergessen, dass sie die erste Ableitung bilden müssen der Funktion. Dass sie diese danach, wenn sie gebildet haben, quadrieren müssen. Eins dazu zählen, aus dem ganzen Mist die Wurzel ziehen müssen und erst dann das Integral von unten bis oben bilden. Das ist der Haken. Machen wir ein paar Übungen dazu. Jetzt ein paar Übungen zur Bogenlänge. Und zwar Seite 239 in unserem Buch. Die machen wir mal. Ich schreibe mal ein paar auf. Das ist unten auf dieser Seite die Aufgabe römisch 1. Und zwar in dem Intervall von 0 bis 2 soll über diese Funktion mal die Bogenlänge ermittelt werden. Schieß mal los. So, wir haben das mal gemacht. Also ganz stur einsetzen in die originale Formel hier. In diese Rechenformel, die man dann in den Tabellenwerken sieht. Von 0 bis 2, Wurzel 1 plus abschreiben. In Klammern hoch 2 abschreiben. Und jetzt hier, Achtung, hier muss die erste Ableitung rein. S' von x wäre nämlich nur noch 2. Hinten fällt alles weg. Umgeschrieben bedeutet das, von 0 bis 2, Wurzel aus 5. Ne? 1 plus 2 auf 2 ist 4, Wurzel aus 5 dx. Nanu, hier steht ja gar kein x. Macht nichts, cool bleiben, es wird schon ein x erscheinen. Denn hier steht ja eigentlich doch ein x, nämlich ein x hoch 0. Und wenn ich das aufleite, kriege ich ein x hoch 1 raus. Weiter geht's, gucken wir es uns mal an. Viele Leute kriegen hier Angst, weil sie wirklich kein x sehen. Doch, hier steht eins. Hier steht ein x hoch 0. Wenn hier ein x hoch 0 steht, und die kriegen auch Angst, wenn sie Wurzel aus 5 sehen und schreiben lieber aus 5 hoch 1,5 um, macht nichts. Hier mit 5 hoch 1,5, das ist nur ein Faktor, mit dem passiert gar nichts. Könnte ich auch vor das Integral schreiben. Und demzufolge sieht mein Integral ganz einfach aus, nämlich Wurzel aus 5 mal x in den Grenzen von 0 bis 2. Das kann ich einsetzen, verzichten wir mal drauf. Nehmen wir mal noch eine Funktion, eine scheinbar schwierige, schreibe ich mal auf. So, jetzt hier kurz die Aufgabe und danach gleich Pause drücken. F von x ist 1 Achtel x hoch 4 plus 1 durch 4x Quadrat in den Grenzen von 1 bis 3, also im Intervall von 1 bis 3. Pause drücken. So, jetzt eingesetzt. Ne? Also vorsichtig, nicht einfach ein Integral bilden. Nee, 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 hier ist die Formel. 1 plus und so weiter unter der Wurzel. Wenn ich diesen Mist jetzt so hingeschrieben habe, Achtung, ich muss hier aber die erste Ableitung reinschreiben. Hier steht schon die erste Ableitung drin. Hier, die 4 wandert hier oben drauf und so weiter und so fort. Die hoch minus 2 wandert dahin und so weiter. Daher kommt dieser Ausdruck zustande. Wie geht es jetzt weiter? Also die Erklärung dieses Terms hier hinten ist die. Kann man sich ruhig als Nebenrechnung nebenbei hinschreiben. So, wie geht es jetzt weiter? Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Das Ganze hoch, hier wird es ein bisschen blöd. Was tun? So, hier in diesem Fall machen wir es uns einfach. Wir sagen, wir wenden die erste, zweite binomische Formel an, a minus b in Klammer zum Quadrat, ich habe es mal drunter geschrieben. Hier diese 2, die kann man abschreiben. Diese, das ist es. Und jetzt, das entsprechend ausmultipliziert, quadriert und gesonst was. Später zusammengefasst, machen wir dann später weiter. Ich schließe das Video an der Stelle erstmal ab und wünsche schöne Pause.